Sag mal Leute, kennt ihr eigentlich schon Abgefackt mit Rüdiger? Alle Infos dazu gibt's in der Infobox. Schaut einfach mal bei Facebook, Instagram, Twitter und so vorbei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pimp My Mind. Heute stellen wir uns der Frage, warum bekommen wir im Sommer Sonnenbrand? Verstehe ich nicht. Also ich bekomme keinen Sonnenbrand mehr. Aber das war auch echt harte Arbeit. Aber weißt du überhaupt, was dich so braun gemacht hat? Nee, die Lampen im Solarium halt. Ja, eigentlich spreche ich eher von der Sonnenstrahlung. Die hat zwei Bestandteile, nämlich einmal die Infrarotstrahlung. Die nehmen wir immer schön als Wärme wahr. Und dann gibt es noch die ultraviolette Strahlung. Die können wir weder sehen noch fühlen. Aber die ist nicht ganz ungefährlich. Okay, also in gewissen Maßen wirkt sich das auch positiv auf den Körper aus. Zum Beispiel regt das UV-Licht die Produktion von Vitamin D an. Und Vitamin D ist eigentlich gar kein richtiges Vitamin, sondern ein Hormon. Und das ist wichtig für das Zellwachstum in den Knochen und in den Organen. Und es macht gute Laune. Ist doch voll gesund, Vitamin D und so. Aber jetzt, wo du hier schon eh was erklären tust, erzähl mir mal, warum wird man eigentlich braun? Ja, das würde ich jetzt auch gerne mal wissen, ne? Warum werden wir braun und wie mache ich das am besten? Ja, das hatte ich auch gerade vor. Und zwar, liebe Leute, ist es so, dass die Bräunung der Haut eine Selbstverteidigung gegen die UV-Strahlung ist. Durch die UV-Strahlung werden die Hautzellen in der oberen Hautschicht angeregt und der Farbstoff Melanin wird gebildet. Dieses Pigment schützt die Zellen selbst, also die sogenannten Melanozyten und auch die darunterliegenden Hautschichten. Tja. Dann legt mal los, ihr UV-Strahlen, ich brauche Melanin. Wird die Haut aber zu lange dieser UV-Strahlung ausgesetzt, können diese Strahlen ganz tief in die Hautschicht eindringen und da werden dann Entzündungsbotenstoffe freigesetzt und das, liebe Leute, ist dann der schmerzhafte Sonnenbrand. Aua, was mache ich jetzt? Der Höhepunkt des Sonnenbrandes ist nach 24 bis 36 Stunden erreicht. Erst nach 48 Stunden fängt er an, so langsam abzuklingen und ganz verschwunden ist er dann erst nach 1 bis 2 Wochen. Obacht, es ist wichtig, dass du diese Stelle gut kühlst und Ärzte empfehlen sogar, sobald man einen Sonnenbrand erkennt, eine Aspirin zu nehmen. Das hindert angeblich die Entzündung in ihrer Entstehung. Und man kann die Stelle auch kühlen mit Quark, mit einer Brandwundensalbe oder mit einer After Sun Lotion. Nein, ich brauch das nicht. Hast du nicht zugehört oder was? Häufige Sonnenbrände und ausgedehnte Sonnenbilder führen zu einer Überlastung des Reparatursystems. Und erst Jahrzehnte später werden dann die Folgen sichtbar in Form von Hautkrebs oder frühzeitige Hautalterung. Was? Aber ich sehe trotzdem gut aus, ne? Ich brauch Sonnencreme. Schnell! Ja, dann los, her mit deinen Tipps, wie ich sicher in der Sonne bin und trotzdem braun werde. Klar gebe ich dir ein paar Tipps, wie man Sonnenbrand vermeiden kann und natürlich auch für euch da draußen. Zuerst einmal möchte ich darauf hinweisen, dass Sand, Wasser und sogar Schnee die UV-Strahlen reflektieren und dass ihr deswegen sogar noch mehr davon abbekommt. Also ganz wichtig, selbst im Skiurlaub eincremen, wobei das gerade nicht so aktuell ist. Und jedes Mal, wenn ihr aus dem Wasser kommt und natürlich davor. Und sowieso ist regelmäßiges Nachcremen super wichtig, denn auch der Schweiß kann den UV-Schutz reduzieren. Die Intensität der Sonnenstrahlen ist zwischen 11 und 15 Uhr am stärksten. Das heißt, am besten legt ihr euch in dieser Zeit nicht unbedingt in die knalle Sonne, sondern eher in den Schatten und die restliche Tageszeit könnt ihr in der Sonne genießen. Mal abgesehen von der Haut solltet ihr auch eure Augen vor der UV-Strahlung schützen. Und dabei ist es wichtig, dass wenn ihr eine Sonnenbrille kauft, die ausgezeichnet ist mit UV-Filter 400. Ja super, danke schön. Da weiß ich jetzt Bescheid. Vielleicht klappt es jetzt mit der perfekten Bräune ohne Sonnenbrand. Aber wie lange soll ich denn eigentlich in der Sonne bleiben? Das kann ich nicht so wirklich sagen, denn es ist abhängig von vielen Faktoren. Einmal, welcher Hauttyp bist du überhaupt und wie dick ist deine Haut? Bist du super empfindlich? Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr das rausfindet, welcher Hauttyp ihr seid, dann schaut mal in die Infobox, da packe ich euch einen Link rein. Und jetzt die Frage an euch, wer von euch hatte schon mal einen mega schlimmen Sonnenbrand und was habt ihr dagegen getan? Und ich hoffe jetzt natürlich, dass ihr diese Tipps zu Herzen nehmt und euch fleißig eincremt und vor der Sonne schützt. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ein paar Tipps für euch dabei waren, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonnieren könnt ihr diesen Kanal hier oben. Hier unten kommt ihr zu den zwei letzten beiden Survival Guide Videos und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, tschüss.